Nach der Absage der Taylor Swift-Konzerte im Ernst-Happel-Stadion in Wien wegen eines islamistischen Anschlagsplans hat der Hauptverdächtige gestanden. Der 19-Jährige war von den österreichischen Sicherheitsbehörden vernommen worden. Er hat dabei kundgetan, dass er den Anschlag unter Verwendung von Sprengstoff und Stichwaffen, Hieb- und Stichwaffen ausüben wollte. Wir haben diese Waffen auch sichergestellt und er hat beide Varianten in Betracht gezogen und sein Ziel war es, entweder heute oder morgen beim Konzert sich selbst und eine große Menschenmenge zu töten. Der zweite Festgenommene, ein 17-Jähriger, habe für eine Firma gearbeitet, die bei dem Konzert im Stadion Dienstleistungen ausführen sollte, hieß es weiter. Er verweigere die Aussage. Bei ihm sei Material der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat sowie des Terrornetzwerks Al-Qaida gefunden worden. Auch der Hauptverdächtige hatte einen IS-Treueschwur abgelegt. In der Wohnung des Verdächtigen stellte die Polizei chemische Substanzen sicher. Beide Verdächtige konnten am Mittwoch gefasst werden, also einen Tag, bevor sie womöglich einen Anschlag begangen hätten. Der Veranstalter sagte alle Taylor Swift-Konzerte in Wien ab. Wer eine Karte für das Konzert in Wien gekauft hat, bekommt laut Veranstalter sein Geld zurück.